Ja, ich wünsche, dass der Fried von Gott und die Gnade waren, unsere Worte reagieren können, damit wir uns konzentrieren können und dass wir Gottes Gehorsam sein, damit wir das in den letzten Uhren, den wir hier geplant haben, ja, einfach noch die wirkliche Freude am Herrn erleben können, damit Gott sein Wort die Wirkung kann haben. So, von der aus uns sah wir hier das letzte Thema. Und dort Thema ist, Jesus kommt wieder, bist du dabei? Wenn ich diese Überschrift so lese, dann gibt es eine ganz ernste Frau. Ich wünsche, dass keiner, der ich einander kommt, mit seinem Leben, wer dort all bewusst, gemerkt hat, eine Entscheidung. Aber ich möchte immer wahrer, dass viele Menschen, wenn sie sich richtig nennen lassen und Jesus in wahrer kommen, in der Hand nicht. Der Herr nicht irgendwo wenig diese ganze Bewusstheit mit allen Dingen, wo sie sich den verstellen soll. Und dort dann irgendwas wird passieren, wenn Jesus wird kommen, wo sie sich in ihrem Moment nicht haben vergestellt, dort dann so Angst wird und dort irgendwo wie Verzweiflungen kommen auf ihrem Leben. Dort ist nicht das Ziel, Lobby. Das Ziel ist, Lobby, dort all die Jesus noch nicht angenommen haben aus ihrem persönlichen Herrn Heiland, dort an diesem Moment, wo wir aber dort nur denken, ohne dort Jesus wahrer kommt und der Welle sehen geholt, dort eine Vorbereitungstiet nicht haben. Du tust dir das, merk wie das, und du tust dir das, wie du in Prediger das Wort Gottes, du meinst dort wie diese Gnudentiet, die uns geschenkt ist, dort wie du nicht vorbeigehen, dort wie du nicht so glückartig sind. Du bist dir das, wo du all diese Anstrengungen gemerkt, dort wie alle und uns trafen. Du in Gruz war auch diese Anladungsreue gemerkt, und du wirst ausgedeilt, und du wirst Menschen angeredet, und du wirst Menschen angeladen, komm doch, und hörchen dort an. Dort wird alles du wegen wie weiter dort, dort Jesus wahrer kommen will. Die Titel, die stören, wollt wir nicht. Ich sage immer wahrer, mit dort als mir aus Kindheit, dort dollste gegrüllt werden, dort Jesus irgendwo neuer wird kommen, und für den wird mir sehr Angst, wegen ich kann den nicht aus meinem Heiland, ich kann den aus meinem Rechter. Und deswegen wird mir sehr Angst zu fern, du wegen Jan hat mich von der auch über das Thema zu reden, du meinst dort, wie Jesus nicht mehr aus dem Rechter habe, sondern aus ans Heiland. Dort er uns gerade haft, und dort er uns dann aus seine Kinder heute dort, und dort er uns Trachwiese dort, und Lieder dort, dort wie Freude haben, und den dacht, wann heute mit seine Herrlichkeit wird kommen. Wie wollte nicht aus der für mich oder für die wird euer oder Luther kommen? Vielleicht ist dort nur, wenn wir in Hüs fahren, der Moment, wo die für mich kommt oder für die. Vielleicht ist dort auch Maria, vielleicht ist dort auch Luther. Wir wollten auch nicht, als wir alle, die in diesem Raum saßen, wo er zu der Zeit leben, wenn er wird, mit seiner großen Kraft und mit seiner Herrlichkeit kommen, die Gemeinde wachzuholen. Mir jankert dort einen Tag zu lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Mir hat dort einen zu lesen, wo die Jünger so taub wie der Apostel so taub wäre, und wo dann das aufgefragt wird, wo dort mit Jesus sein Rick wir und wo der und wurde dort blöde dort. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6, bei 11, der ich auch mit dir lese. Das heißt, dass das, die zusammengekommen waren, fragten ihm, Herr, willst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihm, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen hinweg. Und als sie ihm nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Sie sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch wie in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Wie möchte dort an diesem Tag, sie wurden uns dort beschrieben, dort Jesus wahrer kommen wird. Heute kommt wahrer. Wie manche dort denkt die Arm aus der Jünger, aus der Taubwirre mit Jesus, und dann hören sie diese Frau dort erste und den Herrn Jesus, wo neuer die Zeit wird kommen, dort direkt für Israel soll abgerecht.
Die Frau wie eigentlich nicht, wenn er Jesus wird kommen. Aber das wie die Zeit, wo das dann auf dem Wort war, dass Jesus wird wahrgenommen, in ihre Frau wird übergestellt, wo neuer der Herr wird, der direkt am Israel war er abbüge. Und Jesus antwortet ihnen durch im Vers 7, und er sagt einfach, dass die Zeit und die Stunde, die fehlt ihnen gut zu weiter. Der ist allein an Gott seine Autorität festgesagt, der darf keiner weiter. Und weil die Jünger daran erklären, dass sie waren Kraft kriegen vom Heiligen Geist, der da kommen wird, und sie waren so in seinen Jerusalem in ganz Judäa und von ab dort eng von der Seid. So, wenn wir uns das nicht einmal so bekicken, und nun wie vielleicht die Personen, die diese Möglichkeit hören, wie wäre nun mit Jesus taub? Wir hören den nicht aus Körperkrieg an unsere Mäd. Und wir hören den Krieg alle belebt, wo er mal gekommen wäre. Wir hören dort gesehen, wo er vielleicht wie aus einem Baby behandelt wurde. Wir hören dort vielleicht mitgelebt, warum er so ausgeruht wurde aus einem kleinen Baby wäre. Und dort hat alles nicht geglaubt hat. Und wir hören dort alle so mitgekriegt, was passiert wird. Und wir hören diese Wunder vielleicht gesehen mit unseren Augen. Wir hören vielleicht gesehen, wo Jesus die Kranke geheilt hat. Und all diese Dinge, was passiert sind an dieser Zeit, wo der Herr Jesus appiert wird und er wandelt. Und wo sie ihn dann dort machen. Wir hören, wie wir vielleicht von da, wo auch mitgekämpft haben, und haben gesagt, wie Leute dort nicht tau, dass du stirbst. Wir haben vielleicht auch an unsere Gedanken gekommen und gedacht, wenn du zum Tod gehst, ich kämpfe mit dir bei dem Tod, ich will mit dir sterben und so weiter. Dann merken wir, dass diese Jünger haben diese Möglichkeit gehabt. Sie werden mit Jesus taub diesen Wahrgegangen. Sie haben dort gesehen, dass die Kriegsknechte am genommen haben. Und sie haben ab diesem Moment noch nicht verstanden, dass Jesus erntet, all immer war er gesagt hat, dass ich mit einem Tag an der Hänge von den Sünder fallen. Sie greifen an, sie wollen dem verteidigen, sie wollen nicht haben, dass der Messias soll getötet werden. Und dann haben sie dort auch alle belebt, dass er frisch abgestohlen wird. Sie haben diese Zeit, wo er dann am Grab war, durch Gurch und gedacht, dass er abgestohlen wird. Sie werden mit diesem Denken, wo wird das irgendwo wie sein, dort ist er, war ich ist er. Die Feen haben dort Fuß bedacht, der hat sich die Waffen geholt, der hat abgepostet, der wird mit ihrer ganzen Waffenrüstung tun, der hat dort grob versichert, und der hat alles klar, der hat dort gewiss, dass das Irrlehrer, der hat gesagt, dass er am 3D abstunde, der hat sich das alles versichert, dass die Gänger nicht Luther wurde kommen und sich diesen Dode stehlen und du mit dort der letzte Betrug und euer war es die erste, der hat dort gedacht. Aber die Gänger, die mit dem Top gewandelt haben, dem Jesus hat die Gänger dazu manchmal geprüft zu erklären, dass heute Mathe an der Hänge von den Sünder fallen, dass am wo die kritisch waren und am dritten Tag wird abstunden, der wurde doch nicht ungedacht. Und das wird gerade eine Begebenheit, wo ich undenke deut. Wie manche dort, dass die Menschen, die mit Jesus taub, das alle persönlich belebt haben, die dachten nicht an diese Kantikunst, wo Jesus endlich geprüft zu lehren. Und dann frage ich mich manchmal, wie, der dort nun bewusst wollte, was passiert ist. Wie, der du abwarten, ob dort Jesus wahrer kommen soll. Wir haben uns, als dort nun gesagt wurde, dass heute im zweiten Mal wird kommen, an große Kraft und Herrlichkeit. Heute kommt im zweiten Mal nicht dem Sünder zu Rade, heute kommt im zweiten Mal nicht aus dem Baby an dieser Welt, sondern heute kommt im zweiten Mal mit einer großen Kraft und Herrlichkeit. Was hat vor uns so überraschend sein, dass wir an all die wichtigsten Prinzipien nicht wollen denken, dass die Jünger dann. Ich freue mich ganz ehrlich manchmal diese Sache. Wo wird das sein mit dort? Ich will keine Angst merken über dort. Mir ist dort ganz bewusst, dass wenn Jesus wird kommen, dass er wird all die mitnehmen, die seine Erscheinung lieb haben. Und du fragst mich, so soll er tun, dass dort ein Wort Gottes geschrieben steht. Und dass wir uns nicht brauchen Ängste für seine Erscheinung. Sondern dort wir diese Freuden können haben. Und wir waren nicht, der ich irgendwo, wo uns gesagt hat, oder geprägt hat, oder wo wir gedacht haben, gerecht waren, und waren irgendwo, die hier die Jesus manchmal die Frau gestellt wurde. Wo dann, wenn dort doch nicht reich ist, wo du glaubst? Wo warst du, wenn dort in Janen da kommen, und dort alle, wo du geglaubt hast, als alles nicht reicht? Lieber zu hier, wo mir dort ganz dollste Fred, und wo ich so ganz vor ab Stunde blieb, dort mein Recht da, wo das wird Gottes sein. Und du freiheit mich tau. Und mein Rechter wird mich nicht für den Sohn für den Gerecht holen, was ich nie gewusst habe.
Mein Rechter wird mich bloß dort vor dem Gericht holen, wo ich gewusst habe und bewusst aufgelehnt habe, was Gott will haben. Dort ist der Frieden, Mann. Deswegen sage ich, ich wünsche, ich darf keine Angst merken. Du sollst dort ganz bewusst weiter. Dein Rechter ist das Wort Gottes. Wenn du dich mit dem Wort Gottes wirst beschäftigen und du das Wort Gottes wirst läuft werden, dann wirst du auch Frieden haben und diese Person, die du wirst schauen, und wenn Jesus mit seinen Engeln wird kommen und die Singe zu holen, dann wollen wir nicht Angst haben und sagen, dass die Bäume uns schaden sollen, sondern dann wollen wir viel mehr mit Frieden entgegen und Beamte sein und Beamte bleiben bei der alten Ewigkeit. Aber weißt du, wenn wir das kriegen, wenn wir das Wort hier tun, wir haben dort bewusst gewusst, dass ich ein verlorener Sünder sehe. Und ich habe dort all immer wahre gehört. Und ich habe von Eltern, von Geschwistern und von Freunden immer wahre ermahnt gekriegt, dass ich mein Leben soll angeben für Jesus. Und ich habe dort bewusst aufgeschoben. Und ich habe dort nicht gefolgt. Ich gehe vielleicht zu Kirche, wenn ich die Mimolala soll doch lute. Er kommt vielleicht unter das Wort Gottes, wie in der Minichsale immer war, kreue oder anlude. Und hat dort aber bewusste Ziege geschoben. Dann hast du eine Angst, wo du stehst, wenn die Worte nur dort gefragt worden, warum du diesen Ruf nicht gefolgt bist. Aber dort wird das Wort Gottes sein, wird ans Recht der Wort sein. Und dort ist für mich eine ganz, ganz große Freude. Wenn wir diese Gänge hier betrachten, dann, so wurde die Frau aus der Dreck in Israel wurde abgestellt worden. Und das sagt aber, dort an dieser 40 Stelle, wo Jesus abgestohlen wird, und mit dieser Gänge nach Tupke, was wir abgeirrt, dann sagt dort, dass er immer wahre Hut von der Dreck Gottes verteilt. Jesus, sein geratstes Ziel, wie er heute diese Gänge dort wird, erklären, warum man der Dreck Gottes wird und wo der Dreck Gottes existiert hat. In der Gänge hören jede Frau aus dort Rick in Israel wurde abgestellt worden. So wie manche einmal waren, dort sei Säuer und sich dachte, in manche Mal ist dort ein Anzug zu dort. Und wie manche dort hier aus der Zeit dann erfällt wird, und dort Jesus dort alles zu tun hat, dann sagt er in Verschneien, als er dort gesagt hat, dann wird am Fähre ihre Jungen an eine Wolke wahrgenommen. Und als sie am Sestet sahen in dem Himmel vor, dann stünden plötzlich zwei Männer in witte Kleider bei ihnen. Nun werden wir uns dort immer verstehen, wie wir kriegt euch, wo bei hier mit Jesus Taub gewandelt wurde, persönlich. Und nun kriegt wir den Moment, wo wir diese Enttäuschung von dem Tod, von der Kreuzigung, von der Auferstehung, dort wie wir all dächt. Wir haben dort nun gemerkt und verstanden, dass Jesus die Vollmacht hat, Leben zu geben. Nun, wie wir all 40 Stehe all waren mit denen gewassen, der hat uns all waren immer wahre geprüft, du abhand zu wiesen, dort wurde man der Dreck Gottes wir. Und mit einmal entschäumt das Moment, wo Jesus Pfarrer uns ward, tatsächlich wahrgenommen eine Wolken wie Sau, dort man an sie ich frage mich manchmal, wo wir da nicht trürig sind, wo wir da nicht so enttäuscht sind, wo wir endlich waren, diese Hupnings gewirkt haben, dort in die Ware bei uns wir, und die Verlate waren. Und er sah ich bloß, Gisela in Jerusalem bliebe, bei der Tag wird kommen, wo ich den treuesten Schäcke wird, aber wo mir Hand jankert, wo mir jankert Rüte bringe, aus diesem Männer dann beendet wir ein Falsch auf, dann seht ihr es dort, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Das ging doch um eine Frau. Warum beschafft ihr ihn so sehr über das, dort ihr wach fort? Dieser Jesus, der von euch wirklich in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wieder kommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Das Jesus, der hat uns eine Versprechung hingelassen. Er kann die Hand nicht beleben, mit Amt persönlich zu sein. Aber was wir beleben können, mit einem Tipp zu leben am Glauben. Sein Wort hat von dir dieselbe Kraft, dieselbe Autorität, wo du handelst persönlich mit dem Tipp wir. Manchmal rede ich auch mit Menschen, ich selbst wie auch immer mit dort beeindruckt. Wann ich dort mit denen persönlich reden konnte, dann wurde mir dort Däupagone, dann wurde ich dort Peter Fute, was er gesagt hat. Nicht bloß dort Wort lesen, wenn dort erst so, ein Mensch leuchtet so üt und einer so, der andere noch anders, einer kommt auch mit der Bibel an, der hat so eine Lehre, und der andere hat so eine Lehre. Irgendwo wie kommt der Mensch, was ist eigentlich die Wahrheit?
Und Jesus deut ab das Antwort. Und heute will es am gefragt werden, nur um eng, dann redet dort ganze erste Antwort, wie soll Apostel von uns nicht verfehlen, Leute. Dort wird die ganze erste Antwort endlich, wo am Wort ungerät, von wo man das eng wird sein. Dann sagt er, dort wir uns nicht alle verfehlen, Leute. Und dort ist von der Charakter hier vor. Heute ist Wache vor. Heute ist eine Wolke abgenommen worden und heute ist am Himmel. Und heute hat gesagt, heute hat uns da eine Wunde steht, heute merken. Und heute war zurückgekommen und heute war all da, der sich nicht vorbereitet hat für ihn, mit durchnehmen. So, nun stehen wir gerade an dieser Zeit. Die Zeit in der Stunde ist uns grenzenlos gesagt, die wollen wir nicht. Du brauchst wir nicht nur studieren, wir brauchen nicht in Regen über die Hauptstahle, nichts. Mein Onkel sieht mal zu mir, als heute sich heute befreien, dann wird es so ganz kalt um einen gewasst. Dort heute hat bloß sich gewünscht, wenn der Tag von der Kirche mal vorbei wird. Dort heute sich wünscht, dass es uns befreien, dort dort mal eben wir und dann wir am dann down. Und heute sehen wir Lars zu mir, nun ist er groß vorher geworden und alt geworden, weil ich behol auch bei Jesus sein. Und heute hat dann zum Anfang, als er befreit wird, bloß ein Kilo Sack und ein Kilo Mehl gekauft. So um einen wird es gewasst. Und heute sage ich, ich habe viel mehr als dort gebraucht. Und noch einmal lehrt er, nur dass Jesus wird kommen. Dann aus Furcht und Angst, nun aber mit Freude. Dort wird die Unterscheid. Und dort freut mich, dass heute diese Überzeugung hat. Ein Missionar an ein afrikanisches Land hat heute David Livingstone. Er lebt in 1813 bei den 1879. Er wie ein treuer Mann, der deichend in viele Menschen zu Jesus lenken deut. Er hat eine Reise mit vielen afrikanischen, schwarzen Menschen, wo er deich wohnte deut. Und heute mit einem Schab immer wohnen mit diesem Mann taub in England. Und dann passiert mit einmal dort ein dort Mädel von Edstoff und das Geld all erwart. Und aus diesem Mann dann an einer Insel ein Hauptmann, ein Hauptling können überreden, dass heute diese 300 Männer wird versorgen, was heute ein Hüste vor wir und hat mehr Lebensmittel gebracht, dann verleiht heute das Schab. Das Häuptling hat sich dort übernommen, der durch die Flehe, was heute wird zurückkommen. Und heute sieht bloß ein zu diesen 300 Männern. Er kommt so schwind aus Meerlicht war. Und heute wird ein Witter Mann. Aus das David wach wir, dann fange diese Männer du ab der Insel, wo diese 300 schwarze gläubige Männer wären, dann fange diese andere an zu spotten über David. Sie sehen zu ihm, so steht, wo gläubt je, dort des lichter Mann, wo Tiet und Geld und Opfer spanne für so eine schwarze Menschen aus die Sand. Sie sehen zu dem, der hat ihn urgent dort zu steht getan, um dort der Jünd mal wohl los sein. Und so fängt der Sport an, über diesen Mann zu reagieren von der Umgebung, wo sie versorgt wurde. Diese Männer hielten aber immer Dollar taub und die sehen uns Glaubensfutter, wie haben die Kerne geliebt, der Kämpfer. So viel je mehr Sport und so viel je mehr negative Sache über diesen Mond geredet wird, so viel je mehr hielten diese Männer sich taub und wieder am Gebet tun und er in der Schrift, dass er für drei Dollar und Dollar Werke deut, dort ist sicher, wo drei kommen. Dann passiert ein Jahr, dann wurde sogar von dem Mann krank. Und du starb sogar von dem Mann. Und diese andere Menschen, er spart in Hohn, wird gerade und wird bewiesen, kick. Das wäre das. Wenn du heute wollt, sich am Jünn kämmern, dann wird ihr kommen, euer Jünn sterben. So ging dort wieder und wieder. Und diese Mann, der so scharf am Glauben wird, der sehr uns Läuber Glaubensfutter, der kämpft bewusst war. Und dann passiert noch eine Zeit, und mit einmal, dann hielt er so ein Broschen umrief. Und sein Rande entdeckte, und dann wie ein Schabte angekommen. Und willst diese schwarze Männer dort sauber, der Hore war heimlich, irgendwo diesen Mond gesäune. Aber der sprang am Wutter nahm, und der Rande bat umschab, und der klotterte dort nab, und der Hore diesen Mond gesäune, und der wie auch mit, und sie fallen ihn am Holz und küsste den. Und sie Dank schön, dass du wahrer gekommen bist. Leute, hier, Jesus hat viel mehr getan als das Mann.
Heute kommt auch an diese Welt. Und heute Leute sehen Leben. Und heute sieht auch ab und eng. Ich will im Himmel fahren. Und ich will in eine Städreut merken. Und dann, wo ich war, komme. Und dann, weil ich ihn holen und Tommy nehme. Und dann, weil wir immer in ewig Licht mit ihm taub sein. Wo viel mehr, weil wir nur unseren Herrn Jesus glauben, das sind wir, die nie vergonnen worden, was er gesagt hat. Das Mann, der würde er können verfehlen. Der würde er können versagen. Den sie ihn vertrauen von den Menschen, die können vielleicht faulen. Aber passiert das nicht, kriege ich an unserer Umgebung auch manchmal. Wir haben an unserem Leben den Herrn Jesus übergeben. Wir haben dort Vertrauen gefunden, dass Jesus Christus uns ein Tag wahrer holen wird. Er wird uns raten von den Versuchungen nach. Er wird uns nach raten von all dort, was wir hier von der Nacht dort leiden haben an unserem Leben. Und dann kommen Menschen an, und die proben uns zu sagen, dort hat irgendwo wie gut reich, als du glaubst. Die kommen an und bellen uns von anderen an. Die kommen an und sagen, dit in Jahnt und proben uns eine Versuchung zu bringen, dort wir irgendwo wie das Vertrauen an unseren Herrn Jesus nicht mehr so vorstellen haben. Die proben uns irgendwo zu sagen, dort wir nicht selber eine Freude haben ohne den Herrn Jesus Christus. Dort unsere Freude und Arm wird irgendwo wie doch vor und verschwinge, dort wie nicht wirklich die Freude am Arm haben. Jesus selbst, heu fuhr vom Eulbocht an dem Himmel wacht. Heu wort zum Eulbocht war er gekommen. Heu fuhr persönlich an dem Himmel wacht und heu wort persönlich war er gekommen. Heu fuhr sichtbar wacht und heu wort sichtbar war er gekommen. Heu wort von einer Wolke abgehoben und heu wort eine Wolke vom Himmel war er gekommen. Heu fuhr eine Herrlichkeit wacht und heu wort mit großer Macht und Herrlichkeit war er gekommen. Die Frau ist nur du, was du bist. Leute, hier, wir haben diese Abend über viele verschiedene Sachen geredet. Wir haben du über geredet, wenn uns die Wasser uns nicht mehr umklärt hat. Dort wir nicht mehr Acht geben, ob der Stern, wird Gott uns redet hat. Dort hat wir dann an eine schlimme Sache sind, wenn wir nicht Acht geben, wo wir dann hinkommen. Wir haben auch geredet über dort, dass wir uns selbst erkennen, wo wir sind. Wir haben auch gehört, dass die einzige Erlösung bloß an Jesus Christus ist. Wir haben immer wahrer diese uns ab dort noch angecheckt, dort wie so eine Vorbereitung zu allen merken, damit wir alle eine Freiheit haben, das Gerät zu begegnen. Leute, hier, wenn du diese Möglichkeit für sie mit hast, und Jesus kam von dir zu uns, war er für dich, was für einen Schrecken gehst du dann entgegen? Was für eine Not, was hat dann sein? Deswegen, weil wir uns vorbereiten, weil wir abchecken und weil wir wacher sein, wenn der Herr Jesus wird kommen, dort wir reut sind, am entgegen zu gehen und bei am zu sein. Wir janken noch und artliche Dinge noch zu checken, wo die Punkte sind, wo die Bibel uns verwarnet hat, wo wir sollen noch checken, wo die Chantikens worden sind von dort, dort, wann heuisch wird kommen. Wir janken dort an Johannes, an Lukas, Kapitel 21, wird falsch zu lesen. Lukas, Kapitel 21, Vers 25 und wieder. Du sagst dazu, dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sterne geschehen. Und auf Erden wird den Völker bange sein, in Ratlosigkeit, beim Brosen des Meeres und den Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartungen der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn wir hier kicken und hier merken, wie dort hier Chantikens abgenannt wurde, von dem, was kommen wird, was von dort ist, was passiert, wenn die Menschen sehen, was kommen wollen. Und was mir ganz besonders wertvoll ist, an den Saßen da ist den Falsch. Du sagst dazu, darum seid nun alles her, wacht und betet, dass ihr würdig geachtet werden, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und für den Menschensohn zu stehen. Hier hat uns abfordert, dort, wenn all diese Dinge passieren, dort wie sie alle wacher sind, dort wie dort entfliehen können.
Eine sieht hitzig dort so, wir kommen nicht an diese Dinge nahen, wenn wir reut sind. Dort sah ich, du wie Engsal, wie alle Tiet werke in Bede, dort wie würdig geachtet wurde, ditte an Fliehen, wenn dort ewa kommen wird. Wort für eine Schrauchen wurde zähne. Wann wie man immer merkte, Jesus wie gekommen. Und der hat viele unsere Freunde, wurde ans Angelot hatte, hat er wahrgenommen. Und wie wir hier geblieben. Wurde wir dann wurde uns bang worden. Dann wurde uns Angst worden. Dann wurde wir vielleicht sagen, bitte kann ich noch einmal mit denen reden, damit ich das noch einmal erklären kann. Und dann wurde die Person, wurde die Angelot haft, die wurde ihn nicht mehr erklären können. Der ist dann wacht. Der ist wach entrückt worden. Der kann nicht mehr durch sein. Wurde wie manche da, wurde Jesus immer waren, ab all seine Frauen, die am gefragt wurden, wurde von den Kantiken sind, du wurde immer waren Dinge ganz besonders erwähnt. Dort wir uns nicht alle für viele Leute, dort wir uns nicht alle für schrake Leute, dort wir alle abposten für falsche Propheten, wenn die waren mit einem leeren Evangelium kommen. Und dort sag ich, dort wir uns nicht alle am alles Arte sorgen, mit Eten, Trinken, Reichtum, du musst dort den Tag, wo hostlich über uns kommen, dass wir nicht mulwürdig geachtet sind, am entgegen zu gehen. Du sind all diese Dinge, wo du ganz besonders wird erwähnt, wo wir alle ab Waka sind. Wir alle ab dort nicht da sein. Ein klares Gedanke habe, wo wird das sein, wenn der Herr Jesus wird kommen. Immer war er hier wie dort, wir kennen uns nicht dort frei. Dort ist doch so was ganz reichliches. Und ich habe eine Sicht, so ein Verständnis dafür, weil wir uns dort mal verstehen. Wenn von der und der wie hier als Gläubige in Gottes sind, und du passiert bitte mit einmal irgendwas gewolltet, du wird ein großer Blitz abkrachen, ohne dort wir denken, dort was reinigst ist, dann verfehlen wir uns in unsere Horte erschrecken. Wenn irgendwo Chantikels im Himmel passieren, wie immer wer du bist, dort fleucht Satat. Und ich komme mir dort noch so erinnern, als ich in Nata sehen wir, dann passiert mal eine Satz, um Sonntag zu uns, dort ein Licht ganz Eva fuhrt. Dort wie ein großes Licht und dort fuhrt ganz so Eva. Und wie Stunde in Checkte. Und ich komme mir dort noch so erinnern, dass ich dort nicht ganz klar sage, wenn das große Ball, was du so immer vor dort legst, wenn da hier schwarz Bohe sein, dann wird er explodieren und dann wird er Welt verschmattern und dann wird für eine Angst und Satterstund ich tue. Ich komme mir dort noch so klar erinnern. Und Jesus hat uns warnen und er sagt, du wirst nicht bloß Lichter immer vor, wo vielleicht von einem Menschen kontrolliert wird. Du wirst viele Dinge passieren, wo unsere Körper verfolgt sind. Wie wirst Sattere über dich sehen. Denn als uns alle gesagt wurde, dass so eine Dinge alles kommen wird. Und wie sie alle würdig sein und nicht sein, am Arm entgegen zu gehen und Beamte sein und Beamte bleiben bei den aller Ewigkeit. Jemand fragt mich mal, wo dann, wenn Jesus wird viel unterschlüten, wenn er wird kommen, was du dir vorgestellt hast? Sie dort spielt bei mir keine Rolle. Ich sage, ich habe mir den Sinne Klien in den Körper noch nie im Leben vorgestellt. Das braucht er gekocht. Aber wo dann, wenn dort doch nicht was reich sein, so ein Stück Leute, wo die wird kommen? Ich sage, Einfachheit. Dort wird Gottes was reich sein. Und Einfachheit. Der kann bloß für dich die Sinne Erscheinung läuft haben, nicht für die, wo du Angst habe. Der sich immer war eine Frau stahl und sei, ich habe Angst, oder dort, oder ja, oder dort, für dich kommt der Weltlicht aus dem Dieb an der Nacht. Dann seht ihr, wo dann, wenn der Wort kommen für dich aus dem Dieb an der Nacht. Ich sehe, der kommt bloß für dich in Dieb an der Nacht, der die Diester sind, der wird Gottes. Der wird Licht haben, der wird Gottes für dich, wird Jesus kommen, so aus dem Licht. Wenn der wird Gottes als uns Licht, der wird Gottes als uns Rechter, der wird Gottes als dort, wird uns ergänzen, der die Freude merken, der die Freudigkeit bringen, der. Wenn ich dort nicht hau, dann würde ich, wenn ich dort wüsste, wo ich von dir wollte, dann würde ich, weil er am Wohl mich verstärke. Und dann würde ich so Angst haben, dass ich mich nicht mehr mit Menschen seine Leute wähle. Liebe Tohira, Jesus Christus, der hat ein Versprechen gegeben, dass er uns beschützen wird, dass er uns bewahren wird, dass er uns Kraft geben wird, für alles, was wir entgehen können. Du kannst schreckliche Dinge passieren, aber er sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie kann er so eine Zuversicht haben, wie kann er so eine ganz Gewissheit haben, obwohl dort fleucht, wo etc.
aber unsere innerliche Überzeugung, dort nie leben, wo wir immer waren, diese Umzug bezeugt haben. Wir haben auch gelesen und immer waren geklärt, wer an Jesus läuft, der hat auf euch leben. Wer eine Armkampfstadt nicht rührt, wer seine Sünde bekannt, dann als Jesus trüh in ihr reicht und verjaft ans euch. Warum würde dich Rache wählen, wenn du über den Arm gekommen bist? Jesus ist nicht einer, der irgendwo urgent plitsch am Himmel ist, und überall der irgendwo wie man einmal hostig aus dem großen Blitz kommt, um ans gewaltig grüle und ans schrake. Weil so einen Jesus habe ich nicht. Wir haben einen läuftuligen Jesus, der nur läuftulig ist, der am seine Erscheinung lieb habe, der am ungenommen habe, der sich keine Leute reinwasche an sein Blut, der dort einmal erkannt habe, dass er in Sünder wäre. Der brücke sich nicht fürchte. Ich wollte dort, dass manche einer, wenn der über das Thema so nur denkt, Jesus kommt wieder, sieh ich du, dann kämpft vielleicht über manche Hinsicht ein Schrei. Habe ich dort irgendwie nicht gemeint? Habe ich dort weltlich geläuft? Hast dort weltlich so ein Jahr mal gedacht? Und dann irgendwo wie man einmal, dann wurde die Säule erschüttert und die Menschen fangen unter Frauen. Hast dort reich, wo ich glaubt? Ich sage bloß einmal ein Dandertau. Glaube und Wort Gottes. Glaub nicht an die neue Fehler. Glaub nicht an das, was du dir feststellen lässt. Glaub an das Wort Gottes. Wenn du Glaube warst, dann haben wir uns eine ganz volle Versprechen in dem Wort Gottes, dort heu uns besteht. Am Glaube haben wir die Kraft an Jesus Christus und dann tschavi mit Amtop sahne, dann tschavi mit Amtop leben. Dann waren all diese gewollte Dinge, die wir hier gelesen haben, die da kommen waren, die waren uns nicht trafen. Dann sei wie würdig geachtet, dit in den Stich zu gehen, in Beamte sahne, und zu bleiben bei deiner aller Ewigkeit. Aber Leute, Tohira, wenn du diesen Ruf nach Hammerbasse in den Stich gehen, du hast dir immer noch so gedacht, ich will dort noch, aber noch nicht. Du hast die vielleicht auch von manchen einen Leute anlude. Du bist auch vielleicht manchen Mal unter das Wort Gottes gekommen. Vielleicht setzt du hier auch von dir und hast die ganze uns alle unjahrigt. Und du hast die Fähigstahl, ich war den letzten und. Dann werde ich bloß an, dass du dann noch die Entscheidung merkst. Aber wenn du dann wachst, dann habe ich schon Versprechen, aus dem Mario was abwerke und aus dem Mario was lebe. Jesus Christus ruft nicht, tau kommt Maria in mich. Heute, so ihr meine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Merkt diese Entscheidung. Jesus wird die nicht am Himmel anrieten, wenn du nicht weißt. Am Himmel sind bloß so eine Menschen, die du einmal freiwillig erleben am Evangelium haben. Am Himmel sind bloß so eine Menschen, die ihr Sündenleben zugestanden haben, die ihr in ihnen euch abgegeben haben und haben sich der Herrschaft Gottes in ihr gestaltet und sind von du an am Neuen gefolgt. So eine Menschen sind du. Du sind nicht nur die gerühlte Menschen. Du sind so eine, wer die Liebe an Jesus Christus erkannt hat, dass Gott sie ihnen Sehen gegeben hat, du musst dort all Leute und Armgläubigen nicht Brücke verloren gehen. Und Gott sagt nicht du, dass du bloß abhörst und weil die Bestrufe mit einem Gereich oder mit seinen Schulen, wenn er kommen und weil er die holen, mit seinen Trompeten. Dort wird ein scheiner Schul sein. Und deswegen sage ich immer wahr, so viele Menschen, die sind bekehrt. Die sagen, sie sind bekehrt und sie haben Sündenvergebung gekriegt. Aber die wollen nicht von Gesang heute. Die können nicht mitsingen. Die wollen nicht von Gesang. Die wollen nicht eine Gebetsgemeinschaft sein. Die wollen nicht nur sein, wo die Kinder Gottes sich versammeln. Die tun nicht bloß wegen, dass sie bekehrt sein, endlich hier zu haben. Aber die haben keine Freude und das. Dann freut manche immer, was sie dann im Himmel. Im Himmel wird das alle exzidieren. Von allen Konten. Und Jesus wird auch mit den Schall von der Trompete kommen. Und was weißt du, wenn die dort alle nicht interessiert? Wenn du von dir nicht, du weißt, bei sahne. Ich sage immer, war das ist das. Der Schmack von dem Himmel fängt nicht du an, wo Jesus kommt. Der Schmack von dem Himmel fängt an, dein Wort an. Du, wo du bist von dir. Der Hall fängt nicht an, du peinlich zu werden, wo du erst an den Quoll geschmiert warst. Der Hall fängt und du peinlich zu werden, wo du dort fällst, wo du ein verlorener Sünder bist, wo du den Sinn notwendig entgehen gehst. Du wirst dort in peinlichen Schmerzen am Hort. Und wo manchmal haben wir das getan. Euer, wir uns bekehren, haben wir uns so rumgequält mit dort. Und wir dachten so irgendwo, wie wollen wir dort nach Hause kriegen. Und dort wird immer ein geraterer Pein. Dort ist ein Schmack von der Hall. Wenn wir von dir nicht ernst diese Motiv in diesen Mautmerke und dort wie unsere Gedanken, unsere Seele beschafft, mit dort, was am Himmel exzidiert und wo du was sahne, dann freue ich mich, wer wird dann sahne von euch?
Ich freue mich manchmal. Jesus sagt, wir sind eine Erscheinung liebhaft, die Worte seiner. Wir arm läuft gewonnen haft. Wo sittert manchmal übt man unsere Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus? Ich will die Liebe nicht verglichen mit einer fleischlichen Verliebung von ein Paar. Aber ich sage immer wahrer, der will so jeden Tag sein, wenn so ein passiert ist, dass sie sich verliebt haben. Das ist auch eine Liebe. Wo fehlt, war wie man unseren Herrn Jesus taub haben? Das ist eine ganz, ganz echte Liebe. Wenn du diese Morgens abwirkst, du hast eine Sehnsucht, den Herrn zu sagen, Dankeschön für diesen Udem, was du mir gibst hast. Dankeschön, dass ich am Leben sehe. Das ist ein echte Chantiken, dass du den Herrn Jesus läufst, wenn du dort von heute lässt. Wenn du dir die Sehne lässt, nur das Wort Gottes zu lesen, und du hast gestern vielleicht einen Schnitt gelesen, da sind vielleicht artliche Punkte, die sind am Kopf satt geblieben, und dann hast du also eine Sehnsucht, war ohne das Wort zu nehmen, und du war wieder zu lesen. Dort ist ein Chantiken von einer Achte läuft an unseren Herrn Jesus Christus. Aber wenn wir diese Läufe alle nicht haben, wir wollen nicht mal die Bibel lesen, wir wollen nicht mal den Herrn Dankeschön sagen für den Leben, was er uns hier schon gehabt hat. Für all diese Dinge, die er uns gegeben hat, die er uns bewahrt hat und beschützt hat. Manchmal denken sie, wenn du was ganz gerotet passiert ist, dann würde ich alle Dankeschön sagen, Herr. Aber du mal und denke, dass du den Udem von der aus zu uns noch hast, das ist ein Gottes Hund. Wenn du den bloß du wahrnimmst, dann existierst du nicht in dem, wie viel Geld du hast, in dem, wie viel Macht und Reichtum du hast. Wo viele Menschen haben in dieser Zeit, wo die mit dieser Krankheit sind ungegriffen worden, wo die nicht mehr die Luft können holen. Dann wurde die Gehirn reut gewesen, eine gelte Tule für jeder Udem, wenn die war die Kraft besatte, was die Fähre herdeut. Und das schafft nicht. Wenn Gott dir diesen Udem wegträgt, dann hast du keine Chance mehr zu leben. In der Tod macht wie weiter, das ist der letzte Stachel an unserem Leben. Das ist der letzte Feind an unserem Leben. Und wenn du bloß einmal sterben wirst, dann musst du zum zweiten Mal geboren sein. Dann musst du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Herrn angenommen haben. Und wenn du nicht zum zweiten Mal geboren wirst, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast als deinen Herrn und Heiland, dann wirst du mit den ewigen Tod bestraft. Und dort nennt die Bibel den zweiten Tod. Und dort ist das Vier. Dort ist die Vier Säu. Deswegen, wenn wir uns diese Dinge bechecken, dann können wir uns dort so klar und deutlich einmal für die Uhr stahlen. Keiner von hier bei wird euch ganz bewusst wird sagen, ich will mit dem zweiten Tod eine halbe Strophe sein. Dort wird keiner sagen. Dort sehe ich mich ganz bestimmt überzeugt. Aber wofür würde ich hier bei sein, der würde sagen, wenn dort das Tod ist, dann will ich von nun an und das Gesang teilnehmen. Von nun an will ich eine Gebetsgemeinschaft mit Freuden dabei sein. Meine eine Zeit mit Jesus will ich genießen. Der will ich so lebendig flehen. Ich will das Wort lesen aus meinem Lebensmittel. So aus, wenn ich das beste Ete um das habe. Lieber Tohira, diese Dinge muss uns bewusst sein. Das Leben an Jesus Christus braucht auch Nahrung. Das Leben vom Teufel braucht auch Nahrung. Und Jesus Christus will seine Hohle. Und er will auch nicht ein Urbärer, der bloß den letzten Tag nach auf Wolf angeschaufen. Ich sage immer, war das ist das. Dort gibt so viele Menschen, die denken, dass so irgendwo wie, wenn sie so am Ende sind, alle geworden sind, dann wollen sie sich bekehren. Die wollen sogar all nie vielleicht all die Sinnenschuld los sein und dort nicht mehr erträgt. Und dann wollen sie aber nicht für den Herrn deine. Und dann aber am Ende wollen sie aber am Himmel lernen. Dort sah ich dir nicht so steht. Aber das Leben wie es dort bei manchen. Und dort lässt es steht aus. Wenn ich noch einen Wirt gehe, und ich merke mit denen ein Kontrato. Ich will nicht wieder für am Schaufen. Und ich bleibe aber tüßen, komm schon mal. Ich gehe meine eine wie ich darf vielleicht krank sein, aus was ich Wirt will haben. Aber ich arbeite für mich selbst. Wenn ich im Monat der ich ist, dann komme ich nicht in den Wirt, weil ich einen Scheich habe. Dann sage ich, der Wirt, der hat es für mich geschafft. Na jo, aber wir haben doch einen Kontrakt gemerkt. Na jo, aber dort merkt nichts. Du hast nicht die Arbeit getan. Und dann, wo wir es dort ans Leben vollbringen, bei dem Eng. Und dann ab dem Eng, dann komme ich und sage, so, nun will ich aber doch noch an diesen Wunsch stehen, den du hast vorbereitet für all die, die Leute. Wo denkt wie wo Jesus immer dort noch schickt? Wo sind wir manchmal in unserem Leben? Wie sind wir unsere Dinge so beschäftigt? Wir sind in unserem Reichtum so beschäftigt. Dort ist auch nicht so, wo wir nicht ohne Säle, sondern wir sind dort so sehr beschäftigt, wir tun so wenig für den Herrn.
Und irgendwo wie, weil wir aber da die volle Freude in den vollen Lohn haben. Leute, Tohira, diesen Contrato, wenn wir den merken, dann meint er auch so viel, wie wir arm wieder am Dienst sind. Wenn wir diese Freude, weil er haben, wenn Jesus kommt, dann machen wir uns an Schäden verarmt durch die Sahne in unserem Leben mit Arm top leben. Und ich wünsche, dass jeder einer, der hier von dir zu uns wir, dass du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dass der Geist dann von dir kann unklappen und heute diese Mut hat, diese Entscheidung zu merken. Die Möglichkeit, dass du, das Wort Gottes verspricht dir dort, nicht wegen der eigentlichen Stuhl redet, wegen das Wort Gottes dir dort verspricht. Ola de mein Wort hier, wenn die von dir seine Stamm hier, dann verstockt ihn heute nicht, schlüttert ob. Die genügend Zeit, dass du, das Wort Gottes verspricht die völlige Vergebung. Wer seine Sünde bekannt, dann als er trüh in ihr Reich, dann verjaft uns da in reinig uns von alle an ihr Reich dich hat. Wer eine Amt kam, wird er nie rüt starten. Wer schwor in Belude kam, für den wird er rüt sorgen. All da, der am Unnehmende jaffer, der Reich Gott seine Kinderte war. Das sind alles Versprechungen mit dem Wort Gottes. Und wenn wir das tun, dann haben wir Freude, wenn er kommt. Ohne zu bekicken, wo am Lad, ohne zu bekicken, wo dort sich was alle Raum nehmen, aber ein erst. Wenn wir sein Wort läuft. In seinem Wort wird krank, da sein, wer dort kommt. Dann wo wir bloß dort so mit einer Läufe so angegriffen worden, mitgeholt worden. Und dort, wo wir uns gefreut haben. Und dann dort, wo wir geläuft haben. Und dort, wo wir gelebt haben. Ich wünsche, dass der Herr das wird sehen, wie wir noch mal zu beten zum Schluss. War aber abstunden zum Beten. Herr Jesus Christus, wir sind dir vom Herzen dankbar für dein Wort. Wir danken für deine Liebe. Wir danken dafür, dass du uns Vorschriften hingelutet hast, dass wir keine Leben, sonst du was haben. Herr, du hast uns alles geschenkt, was wir brauchen zum Leben. Herr, du hast uns das Wort der Bahn abgeschrieben, dass wir keine Sündevergebung haben. Und du sagst, wir so dankbar für. Herr, wir beten nur, wenn irgendwer du hast, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Bitte klopp mit deinem Geist an und diese Dere. Du musst das solche eine Aufmerke in die anlude. Herr, wir befehlen die ohne beten, dass du diese Versammlung was sehen und dass jeder einer kann, diese volle Freude genießen an die. Wir befehlen dienen sehr in Eva und in Jesu Namen. Amen. Nehmen wir Platz. Wir hören uns dort Leute an und dann gehen wir zum Schluss. Oh.
Jesus kommt wieder, bist du dabei? Das Letzte ruft den Letzten und das nach du. Wie wollen die Bände die Versammlung aufschließen, du hast du Glück irgendwann in den Sohn angelot. Und du dort bewusst wolltest, du hast Jesus noch nie aus deinem persönlichen Herrn Herrn angenommen. Dann bitte ich die am kommenden Stuttgart an. Wie wollen die in Wut Gottes plus Wiese, dass du kurz Sinne Vergebung habe und du kurz von dir Jesus annehmen aus deinem persönlichen Herrn Herrn. Das wird nicht mehr von dir und dein schrecklicher Rechter sein, sondern das wird von mir wieder dein Radar in Heuler sein. Dort verspreche ich dir, wie die in Wut Gottes. Vielleicht bist du, die sagst vielleicht, ich habe mal eine lange Zeit diese Freude gehabt, aber der ist irgendwo wie in mein Leben verschwungen. Ich sehe irgendwo wie aufgekommen. Dort Bibel lese, sag ich mir nicht mehr Wort. Ich kann irgendwo wie Gott mehr die Freude haben. Ich habe irgendwo wie war Angst gekriegt, wenn ich so in Jesus in war kommen denke. Wie wurde auch gehen die Wiese in das Wut Gottes. Dort diese Dinge gehen in dein Leben rüttelrieben. Und du kannst war diese volle Freude haben. Dort, wenn Jesus kommt, dort du mit Amtop kannst sehen, eine volle Überzeugung, eine gute Gewissheit. Das ist der Letzte und wir luden die ganz besonders an. Wir hören nur noch den letzten Farsch und dann luden wir die Andart Evan Cesare. Wir luden dir nicht mehr an, Marius zu uns, von der du als der letzte Chance, und wir wollen uns hier entscheiden. Ich will mich noch ganz von heute bedanken für die Gemeinde, die mich hier so gut versorgt hat und uns so gut haben abgenommen. Ich bin so dankbar für jünd, für diese Medien, die gemerkt haben und haben mit Mietopie gelebt und ich sie bewegt von dort, was passiert ist. Ich bin auch ganz von heute dankbar für die Säule, die sich hier gerade luden an diese uns. Auch für die frische Ruhe geschafft haben für ihre Säule, wo sie beklagen wird, ihr Wort. Und so wollen wir uns hier nur für aufscheuen, irgendwie verlute diesen Raum einfach. Ich muss noch mal gehen, ob den Sehen und sprechen. Der Herr sehne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wie schade von hier bahnen die Versammlung als ein Lot.